Aber vorher erzähle ich noch eine Geschichte, okay? Der was, was sehe ich, jeden Tag gibt der Penner, der ist ein Penner, und jeden Tag kommt einer vorbei und gibt ihm 50 Cent. Nach einer Weile fängt sein Sohn an zu studieren und er gibt ihm noch 25 Cent. Und dann sagt der Penner, ja, was ist denn jetzt los? Du hast mir über 50 Cent gegeben, jetzt sind 25. Da sagt er, mein Sohn, der ist jetzt zur Universität gegangen und das kostet mir auch Geld. Und der will studieren. Da sagt er, der will studieren, ja, aber nicht auf meine Kosten. So, als nächsten habe ich ihm gesagt, der ist ein Hüttenredner reinbitten, und das ist niemand anders als Manfred Walter mit Mensch, du wirst alt. Der Name, nur der Name fehlt, und sicherlich erkennst du bald, so fängt es an, Mensch, du wirst alt. Vom vierten Stock steigst du herunter, trittst auf die Straße, noch ganz munter, doch plötzlich sagst du dich verdrossen, hab ich oben auch abgeschlossen? Du kannst dir selber nicht mehr trauen und steigst hinauf, um nachzuschauen und sagst die Faust vor Zorn geballt, so fängt es an, Mensch, du wirst alt. Du brauchst was auf dem Küchenschrank, du weißt auch was, na Gott sei Dank. Du öffnest ganz gezielt die Tür und fragst dich spontan, was soll ich hier? Nun grübelst du, dich packt der Frust, denn gerade hast du es noch gewusst. Und sowas lässt dich nicht mehr kalt. So fängt es an, Mensch, du bist alt. Bevor man eine Reise tut, versteht man erst sein Sparbuch gut. Man ist ja länger nicht zu Haus und das Verstehen kriegt keiner raus. Kommt man zurück, geht das Suchen los. Wo habe ich denn das Sparbuch bloß? Warum sowas wie nie behalten? So fängt es an, Mensch, du wirst alt. Du sitzt im Zug, du bist auf Reisen. Da fällt dir ein, das Bügeleisen. Von Urlaubsfreunden schon beflügelt, hast du noch schnell ein Hemd gebügelt. Du denkst nun ständig an zu Haus, mein Gott, ist der Stecker auch raus? Zwing dich zur Ruhe mit Gewalt, so fängt es an, Mensch, du wirst alt. Zum Frühstück nimmst du 3 Tabletten, sie sollen dein Gedächtnis retten. Du fragst dich plötzlich ganz benommen, hab ich sie wirklich auch eingenommen? Und schluckt man sie, du hast vergessen, steht's vor oder nach dem Essen. Du weißt nicht, welche Vorschrift galt, so fängt es an, Mensch, du wirst alt. Du bist es leid und legst ihm nun dir ein Tablettenkästchen zu. Unter den Fächern, keine Frage, stehen säuberlich die Wochentage.
Am anderen Morgen denkst du nach, was haben wir heute? Donnerstag? Du schmeißt das Geldchen, dass es knallt. So fängt es an, Mensch. Du wirst alt. Du siehst nicht gut. Der Arzt kommt drauf und schreibt dir Augentropfen auf. Alle 4 Stunden sollst du nun die Tropfen in die Augen tun. Doch jedes Mal, es tut dir leid, vergisst du die genaue Zeit. Völlig verzweifelt sagst du bald, so fängt es an, Mensch, du wirst alt. Du kaufst dir, sowas gibt es schon, eine Armbanduhr mit Weckfunktion. Du freust dich, nun ist alles klar. Sie piept auch pünktlich, wunderbar. Dann schaust du sitzend auf die Uhr und fragst dich, warum piept die nur? Sie piept bis aus dem Hinterhalt. So fängt es an, Mensch, du bist alt. Maschinen kann man reparieren. Getriebe, die schwer gehen, die kann man schmieren. Kommt beim Computer nichts mehr raus, wechselt man eine Marshall aus. So hat man vieles schon erreicht. Bei Menschen geht das nicht so leicht. Drum kann der Rat nur dieser sein, mach dir nichts draus, stell dich drauf ein. Hello!